Ich habe Coronavirus. Mein letzter Wunsch wäre es, mit dir zu zocken. Wenn ich Glück habe, lebe ich noch ein paar Tage. Ich bin der größte Fan, hoffe, du liest. Digga, das ist ja von vorne bis. Der Typ hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das hier so richtig zu faken, Alter. Mit einem irgendeinem Profilbild oder sowas. Digga, das ist einfach von vorne bis hinten komplett gefaked. Das ist komplett gefaked. Junge. Alter, bist du Schmutz. Einer seiner letzten Wünsche wäre, mit mir zu zocken. Und er safe ist das dein letzter Wunsch, Digga. Mein letzter Wunsch wäre das... Ach, ich spreche es gar nicht erst aus, Alter. Sehr gottes Video. Beste Stelle ist bei 330h. Max, dankeschön, Bro. Crimex, Kuss an dich. Er hat mir das Video auch eben mal geschickt in die Gruppe. Danke für den 10er, Bro. Anders peinlich, Alter. Anders peinlich, Junge. Er meinte auch so Sachen wie, er hat nur noch paar Tage oder wenn es sogar hart auf hart kommt, nur noch paar Stunden zu leben. Darauf... Ja, ja, genau, weil man kann ja die Selbstdiagnose stellen. Man kann ja die Selbstdiagnose stellen, wenn man Corona hat. Ah, pipapo, ich bin in häuslicher Quarantäne gerade, nicht im Krankenhaus an der Beatmungsmaschine, sondern ich bin noch in häuslicher Quarantäne gerade. Und ich würde sagen, ich habe noch paar Tage so. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Stunden, maybe. Maybe aber auch nur. Digga, wenn der Junge wirklich an Corona sterben würde, dann wäre der nicht zu Hause, würde PlayStation spielen mit dir, du Vollidiot, Mann. Finn habe ich ihn direkt geaddet und ich hoffe wirklich, diesmal hoffe ich wirklich, dass es nicht ernst gemeint ist und dass der Junge nur mit mir zocken will. Weil normalerweise können ja nur alte Leute oder... Ah ja, so kann man sich natürlich auch rausgehen zu sagen, hey, ich wusste das gar nicht, das war irgendein Abonnent von mir, der hat mich verarscht, falls jetzt alle dich dafür exposen, Junge. Cleveres Kerlchen, aber so läuft sich, Digga, das von vorne hin, von vorne rein ist das von dir geplant, du ekelhafter Mensch, Alter. Leute mit einem extrem schwachen Immunsystem oder vorerkrankte Leute an Corona sterben und ich bete einfach zu Gott, dass das gerade ein Spaß ist. Boah, Digga, ich will in meinen scheiß Bildschirm reinboxen, Alter. Ich hab ihn jetzt eingeladen und lasst mal alle ein Like und ein Abo da. Boah, Junge, lasst mal ein Like und ein Abo da, weil der Junge stirbt an Corona. Wie kann man denn sowas clickbaiten, Junge? Digga, was ist denn das, Alter? Du kannst doch nicht schreiben. Boah, Junge, Alter, ist das widerlich, Mann. Bist du ekelhaft, Alter, bist du ekelhaft, Digga. Dass wenn er das Video sieht, dass wie viele Leute eigentlich hinter ihm stehen. Ey, Bro. Ich sag's ganz ehrlich, ist sau schade, dass du stirbst, aber ey, Real Talk, ich habe heute 2000 Abonnenten gemacht, die stehen alle hinter dir. Guck mal hier, 23.000 Likes und 5 Werbung in meinem Video, das steht alles hinter dir. Bro, mach's gut. Tut mir wirklich leid mit deinem Corona, wirklich sorry, Mann. Digga, Digga! Ich will auf diesem Video mindestens 30.000 Likes sehen. Ja, ja, das wird den Corona-Patienten sicherlich freuen, die 30.000 Likes. Die machen ihn wieder gesund. Freunde. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, Z-Max, bist du der Echte? Ja, was geht? Das, ich glaub, kann es gerade nicht glauben. Ey. 1:1 einfach ein Kollege von dem, mit dem er einfach Teamspeak hängt. Bruder, aber jetzt mal ganz offen und ehrlich. Also, das war jetzt wirklich nur Spaß, ja, gell? Du wolltest einfach nur mit mir zocken. Sei mal ganz offen und ehrlich. Weil ich sag dir ehrlich, über so etwas macht man keinen Spaß. Ich weiß das. Digga, wie ihr hier noch diese moralische Keule schwingt und sagt von wegen, yo, darüber macht man keinen Spaß, bla 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 bla. Junge, ich... Dumme Sau, Alter, wirklich, Mann. Was bezogen jetzt? Junge, du hast mir auf Instagram geschrieben, dass du nur noch paar Tage, wenn nicht sogar paar Stunden zu leben hast wegen diesem Virus. Aber schau mal, du bist doch ein junger, gesunder Typ. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, er kennt ihn. Er ist ein junger, gesunder Typ. Er kennt ihn von vornherein. So, da passiert bei dir nichts, Bruder. Nein, ich meine das ernst, was ich geschrieben habe. Kommst du auch, dass ich lüge? Weil viele mir immer schreiben, ja, lass zocken, ich habe Geburtstag so, und so. Vielleicht hast du es ausgeschrieben. Wie, du hast mich nicht angelogen. Ich bin gerade nur in mein Zimmer, will nur mit mir noch eine Runde Fortnite zocken, bevor das alles zu Ende geht. Bruder, das kann... Ich will noch eine Runde Fortnite zocken, bevor es alles zu Ende geht. Redet ganz ruhig. Nochmal, wenn man an Corona stirbt, das ist eine Lungenentzündung, eine schwere Lungenentzündung. Man muss künstlich beatmet werden in einem Sauerstoff, in einem hermetisch vakuumisiert abgeriegelten Raum mit einer Beatmungsmaschine, wird man beatmet, weil man sonst erstickt, weil die Lunge nicht mehr funktioniert, weil die Viren die Lungenbläschen zusetzen. Ja, so, und dann stirbt man von Corona anhand der Lungenentzündung. Der Junge ist nicht im Krankenhaus, ergo hat der kein Corona, ergo stirbt der nicht. Das ist einfach ein Kollege von ihm. Digga. Kannst du doch nicht. Bruder, du bist doch ein junger, gesunder Kerl, da passiert doch nichts bei diesem Virus. Ja, aber das Problem ist halt, ich habe halt auch Asthma, das kennst du bestimmt. Yeah. Ja, ich habe auch Asthma, Digga, ich habe auch Asthma. Ja. Das ist halt chronisch, eine chronische Erkrankung. Das, ja, habe ich auch. Der Corona bringt ja nicht nur Husten und andere Sachen, das bringt ja auch Atembeschwerden oder... Der Corona bringt ja auch Husten mit. Digga, ich will diese Menschheit... Weiß ich, aber es beeinflusst auf jeden Fall mein Asthma und das ist nicht gut für mich. Das macht es so gefährlich. Das macht es nicht gefährlich. Bro, ich habe sogar nachgelesen. Asthma ist keine Risikogruppe. Leute mit Kreislauf-X-Immunschwäche haben ein Problem. Asthmatiker mit einer richtig eingestellten Therapie, selbst chronisches Asthma, und ich habe chronisches Asthma, sind keine Risikogruppe. Digga! In mein Alter. Boah, wie alt bist du? 16. Alter, das...
Ja, ich hab mir schon was durchgelesen. Wenn Menschen Krebs haben muss oder schon weit hoffen, gegen ankämpfen. Aber Bruder. Ja, ich hab mir schon was durchgelesen. Wenn Menschen Krebs haben, ah, egal, war zu dumm, was ich gesagt habe. Ich hab's mal weggeschnitten. War dann bei dir irgendwie ein Arzt oder so zu Hause, der dir Corona wirklich diagnostiziert hat? Boah, Digga, der kann nicht mal richtig reden, Alter. Ich will, dass sein Account gesperrt wird, Junge. Ich will, dass sein scheiß Account. Ja, also die waren erst bei meiner Mutter, haben mit der geredet. Dann kam die halt in mein Zimmer, Mutter war am Heulen, dies, das. Und das war schon so sehr belastend für mich. Und dann haben die mir das halt mitgeteilt, dass es so ist. Und ich halt noch eine Hoffnung habe, aber die nicht so hoch ist. Aber warte, ich muss mir das jetzt so vorstellen quasi. Wenn du Coronavirus hast und etwas älter bist, also du weißt schon, so schwaches Immunsystem oder Vorerkrankungen hast, dann ist das Risiko höher, dass du stirbst. Und jetzt zum Beispiel bei einem gesunden Menschen, der wirklich auch ein starkes Immunsystem hat, ist es quasi wie nur eine, Alter Bruder, wie nur eine normale Grippe, oder? Ja, also es kommt immer auf die Person an sich an, was für ein starkes Immunsystem das hat und wie der Körper das verarbeitet halt. Bei mir ist es kommt immer auf die Person an sich an, wie das ein starkes Immunsystem hat, Digga. Da sind wirklich zwei Vollidioten aufeinander getroffen, Alter. Mashallah, wahrscheinlich sitzt der Typ bei ihm gerade unterm Tisch und lutscht oder sowas. Das ist einfach sein Bruder oder sowas, Digga. Ich will es gar nicht wissen, Mann. Ist halt durch die Vorerkrankungen sehr schwer, das zu verarbeiten für den Körper. Die Atemwege blockiert sind manchmal und sowas. Das ist schon schwer. Warte, aber wie fühlt sich das an? Bekommst du dann irgendwie für ein paar Sekunden keine Luft oder wie ist das? Das heißt, keine Luft, aber ich habe so richtige Atemprobleme. Musste schwer atmen und sowas. Dann brauche ich mein Asthma-Inhalator und sowas. Das ist schon sehr stark. Und du machst jetzt wirklich gar keinen Spaß. Bruder, du machst jetzt wirklich gar keinen Spaß und das ist wirklich zu 100% ernst. Nein, ich mach dabei keinen Spaß. Weil ja, das wäre halt, ich sag dir ehrlich, das wäre mies gottlos, wenn du jetzt irgendwie nur mit mir zocken willst. Das ist mies gottlos, was du hier gerade machst, du Hund, Alter, Digga. Das ist mies gottlos, was du hier gerade machst, das zu clickbaiten und auf deinen scheiß Kanal hochzuladen. Das ist mies gottlos, Junge. Du ehrenloser Hund, Alter. Und irgendeine Geschichte erfindest, so. Weißt du, wie ich meine? Darüber macht man echt keinen Spaß, Bruder, weil ich sag dir ehrlich, wenn das wirklich stimmt, so, nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben, weißt du? Digga, ich, Junge, dieses Gelaber von dem macht mich noch aggressiver als alles. Wie ich meine. So, du bist, Bruder, du bist noch jung, du bist erst 16 Jahre. Und Bruder, ich hoffe einfach für dich, ich werde auch für dich beten, dass du überlebst, Bruder, ich schwör. Danke. Haben die Ärzte gesagt, dass du irgendwelche so... Ich werde für dich beten, Digga. Hast du irgendwie Überlebenschancen? Zu wie viel Prozent sind deine Überlebenschancen? Der Arzt sagt ja auch, ja, ihre Überlebenschancen stehen so 70-30, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir machen hier einen ganz klassischen Mediakraftvertrag. 70% für uns, 30% für sie. Digga, kein Arzt sagt dir eine prozentuale Lebenswahrscheinlichkeit, weil ein Arzt einfach nicht berechnen kann, wie sich sowas... Die rechnen ja nicht anhand einer Formel aus, wie wahrscheinlich ist, dass du überlebst. Lebenschancen sind jetzt nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht richtig hoch. Sind bei 25%, das ist jetzt nicht hoch. Was nochmal dazu kommt, God likes Bretty, dieser Account ist Level 4, schreibt gerade jemand im Chat. Der Account ist ja komplett neu. Der Account ist einfach neu gemacht worden. Der ist gerade auf Level 4 gemacht worden, damit der mit einem anderen Account zusammenspielen kann, Digga. Ich kann mir das nicht geben, das ist so schlecht gefaked, Junge. Das ist so schlecht gefaked. Da war sogar der Müll, den Patrick damals gemacht hat, besser, Alter. Hoch, auch nicht wenig, weißt du. Also ist es... Und wie er dann noch auf Wicks Geburt hier Corona mit 0 geschrieben hat, Digga, damit es nicht... Ist es so eine... Bruder, war so eine Spekulation von ihm. Boah, Bruder, das ist echt... Bruder, was war jetzt? Lebenschancen sind jetzt nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht richtig hoch. Sind bei 25%, das ist jetzt nicht hoch. 25%, der Arzt sagt natürlich, ja, ihre Überlebenswahrscheinlichkeiten liegen bei 25%. Digga, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach nur Bullshit. Kein Arzt sagt dir 25 von 100, du überlegst, Habibi, mach dir keine Sorgen, spiel noch eine Runde Fortnite, dann wird alles besser. Hoch auch nicht. Also wir könnten dich natürlich jetzt behandeln, so wie man Corona-Patienten behandelt, auf einer Intensivstation, mit einer richtig eingestellten Medikation, mit einer Beatmungsmaschine. Aber Bro, geh lieber nach Hause, spiel Fortnite mit Z-Max, beste Leben, Alter. Geh nicht, weißt du. Also ist es so eine... Bruder, war so eine Spekulation von ihm. Oh, Bruder, das ist echt... Bruder, das ist... Alter. Keine das Ding Skins, ist, ich dachte, du machst so einen Spaß, dass es nicht gefallen. Ernst gemeint ist, so. Und dass du wirklich so nur ein ganz normaler Abonnent bist, der unbedingt zocken will. Bruder, das nimmt gerade meinen ganzen Kopf auseinander, sag ich dir ehrlich. Also bei mir war es so, ich hab's erst die erste Woche gar nicht gemerkt nach dem Urlaub, dass ich angesteckt war. Und dann hat man das gleich gemerkt, weil ich dann beim Arzt war, der hat mir das dann mitgeteilt, dann nach einer Untersuchung. Ey, Digga... Der Arzt testet dich nicht, Digga. Das Gesundheitsamt testet dich. Du gehst nicht zum Arzt und lässt dich testen, Mann. An der Grenze von Italien. Boah, ja, in Italien. Ich war an der Grenze von Italien. Ich war, also, stellt euch vor, ich kann euch ganz kurz sagen, wo der Junge war. Passt mal auf, ich zeige euch das. Also, ich zeige euch ganz kurz, wo der gewesen ist, ja. Also, hier ist quasi die Grenze von Italien. Und der stand quasi hier. Der stand hier, der Junge.
und war so richtig froh, der war so richtig glücklich so. Der war so richtig glücklich. Aber dann kam hier, auf der anderen Seite der Grenze, war ein Corona. Und das ist dann leider einfach über die Grenze drüber gegangen, ja, so, und quasi in dem seinen Mund rein. So ist das passiert, Leute. So ist es passiert und so hat der Corona bekommen, Alter. Ey, Mann, das ist einfach über die Grenze gekommen, obwohl da eine Grenze ist, das Corona. Das eine Corona, wie der Junge gesagt hat, ist einfach über die Grenze drüber gelaufen. Digga, so ärgerlich, Mann. Italien ist ja ganz schlimm. In Italien soll es richtig heftig sein, dass da irgendwie alle 30 Minuten einer an einem Coronavirus einfach down geht. Da geht einer down an einem Coronavirus. Ja, halt einmal! Du Hurensohn! Digga! Vor allem die Leute müssen zu Hause bleiben und alles, aber Bruder, ich glaube schon, dass das über... Da geht einer down an einem Coronavirus! Diese Sprache von dem Jungen ist so schlecht! Wie lang ist denn das jetzt her? Also wie lang bist du schon so offiziell infiziert mit der Diagnose vom Arzt? Der Arzt testet dich nicht, das ist das Gesundheitsamt. 1,5 Wochen, würde ich sagen. Aber die Sache ist, die Krankheit geht ja allerhöchstens so 12 bis 20 Tage oder so. Ich habe mich auch nicht mit dem Thema so sehr befasst. Ja, das merkt man. Ja, dann wird das jetzt die nächsten Tage herausstellen. Deswegen habe ich dir auch geschrieben, so, weißt du, das war mein Traum, mit dir mal zu spielen, so, weil ich bin, du musst eh zu Hause bleiben, was soll ich sonst machen? Ja. Klar, wenn du stirbst, dann deine Eltern am Schlafen sind, ist das, dann kann ich ja eh nichts mit denen machen. Dann deine Eltern sind am Schlafen, die schlafen einfach, du stirbst, deine Eltern schlafen. Natürlich, du stirbst zu Hause an Corona, deine Eltern schlafen. Dann bin ich alleine in meinem Zimmer, dann kann man auch sowas machen. Bruder, ich küsse dein Herz, ich schwöre, ich küsse dein Herz. Ja, das ist gerade echt hart, Mann. Das ist gerade echt hart. Ich dachte so am Anfang, ich komme so ganz normal in die Runde und das ist wirklich nur Spaß gewesen, nicht ernst gemeint und jetzt stellt sich sowas auf einmal heraus, Digga. Bro, wenn er gleich im Video stirbt, nimm seine Respawn-Karte, geh Bus und dann holst du ihn wieder hoch. Ja, Junge, ich habe auch gedacht, dass du das so denkst und deswegen bin ich eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass du mir so schreibst oder beziehungsweise mir einlädst oder so. Bruder, ich sag's mal so, weißt du, die Sache ist, du bist erst 16 Jahre alt und ich hoffe einfach, du hast dein Leben gelebt, weil, Bruder, hör mir mal zu, es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern, Bruder, alles gut? Alter, Digga, das ist... Ich kann nicht in Worte fassen, wie belastend das ist. Ich kann nicht in Worte fassen, wie schrecklich das gerade alles ist. Ich weiß nicht, ja, das rührt mich gerade, was du sagst und so, aber... Das war schon traurig, so weißt du, weil ich bin erst 16 Jahre alt, ich hab nichts erlebt. Digga, ich sterbe gerade. Hört ihr das? Hör mir mal zu, natürlich hast du was erlebt, schau mal. Du hast bestimmt ein schönes Leben gehabt und ich sag's mal so, es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Er spielt doch einfach weiter, er weint und spielt weiter Fortnite. Zu geben. Hattest du, Bro, sag mal ganz ehrlich, hattest du eine Freundin? Der lootet Sachen und heult währenddessen. Das ist so schlecht, Mann. Ja, eine, aber das war nicht lange. War das nicht lange, aber hattest du so eine Love Story mit ihr, so wie in Fortnite mit No Skin und so? Hattest du mit ihr Love Story? Digga, ey Leute, ich schwöre, ne? Ich schwör's. Nein, nicht so wirklich. Aber jetzt auch noch nicht. Der stirbt nicht, der geht nur down an Corona, stimmt. Mir gemeldet, seitdem ich krank bin und so, obwohl die das weiß. Also sie hat sich nicht bei dir gemeldet? Nein, nein. Obwohl sie weiß, wie schlimm das eigentlich werden könnte. Ja, was soll ich machen? Manche Menschen sind einfach so, ne? Aber Bruder, wie geht's dir eigentlich so, weißt du? Weil wenn man... Hast du nicht irgendwie Fieber oder so? Ja, aber du hast mich jetzt halt so eingeladen und sowas. Und eigentlich müsste ich jetzt im Bett liegen und so. Ich muss ja auch ganz nett husten eigentlich. Ich versuche das Ganze zu unterdrücken. So. Ja, weil jeder weiß, dass wenn man eine schwere Lungenembolie hat, eine Lungenentzündung, kann man das ganz gut unterdrücken. Wenn man keine Luft bekommt, dann muss man nicht husten. So ist das nämlich tatsächlich. Und damit es jetzt nicht stört und sowas. Und ich müsste jetzt eigentlich wirklich im Bett liegen, aber wenn es kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann nicht so. Der traurige Fakt, dass das 23.000 Likes hat, Alter. Der hat nicht gedacht, dass aus seiner scheiß Community-Bubble rausgeht. Der hat gedacht, das bleibt nur bei diesen Kindern, Junge. Jetzt wirst du aber richtig auseinandergenommen, Alter. Du elende Kachi. Was soll ich machen? Wie meinst du, wenn es kommt, dann kommt's? Also wenn ich auf einmal so einen Hustanfall kriege und dann ist es dann vorbei, ist, weißt du das. Wie vorbei? Was meinst du mit vorbei? Ja, es muss einen Hustanfall bekommen, dann ist vorbei. Dann ist over, hat der Arzt gesagt. Die 25%, der muss einmal stark husten, dann ist der tot. Dass ich dann einfach dass die Atmung aussetzt oder ich einfach dann, sag ich mal... Hattest du aber das schon, dass irgendwie für, keine Ahnung, eine längere Zeit nicht atmen konntest und so? Naja, auf jeden Fall hattest du das, Simex, und zwar bei deiner Geburt für 35 Minuten, würde ich sagen, Alter. Du dachtest, okay, jetzt... Digga, ich bin ja zu beleidigend, es tut mir leid, aber ich kann mich da nicht zurückhalten, Alter. Bin ich weg von hier. Ja, das hatte ich schon 2-3 Mal, es war auch extrem hart. Einmal war sogar meine Mutter dabei und das war schon sehr bedrückend. Alter, ich kann... Das war sehr bedrückend, weil er keine Luft bekommen hat, genau. Ich kann mir das gar nicht... Boah, Alter, das ist so heftig. Hä, das ist jetzt nicht irgendwie... Das ist jetzt nicht irgendwie so... So ein Spaß oder so versteckte Kamera. Hier ist nicht...
Versteckte Kamera, ja, ja, Bro. Gleich kommt Kai Pflaume rein aus dem Hintergrund und sagt, verstehen Sie Spaß, Alter, und haut dir erstmal eine runter. Der nimmt dann die Corona-Impfung und bricht in der Mitte durch. So lustig ist das hier gerade. Irgendwo Prank Bros, nein, oder Leon Marché, oder? Nein, darüber macht man auch keine Witze. Kann das irgendwie gerade... Darüber macht man keine Witze. Lack, du lädst ein Video gerade darüber hoch. Immer noch nicht so richtig fassen. Der hustet so, der hustet und baut einfach weiter ab. Der stirbt gerade und spielt einfach weiter Fortnite. Versteckte Facecam-Malacker wahrscheinlich. War alles gut? Ein bisschen hat er eigentlich... Der lootet so. Digga, es ist einfach das schlimmste Video, was ich jemals gesehen habe. Es ist ein schönes Leben so, es ist nicht so... Ich hatte meinen Spaß, hatte gute Freunde, meine Familie hat mich geliebt, hab das immer bekommen, was ich wollte. Und dann, wenn das jetzt so endet, was soll ich machen? So Gott will, sag ich immer. Ja, so, so Gott will, sollst du beim Fortnite sterben an Corona. Beim Fortnite-Spiel an Corona sterben, das will Gott. Hast du dich einfach damit abgefunden, oder was? Das hast du nicht... Du musst auf die Fortnite-Uhr schauen und wie er ihm immer Anweisungen gibt. Oh, guter Hinweis. Wo ist nochmal hier die... Denkst du, ja, hier. Ich machen. Hast du aber nicht irgendwie so Panikattacken oder so? Wenn ich wüsste, dass es jederzeit vorbei sein kann, ich würde gar nicht mehr in meinen Kopf klarkommen. Bro, ich sag dir ehrlich, die meiste Zeit, man weiß einfach seine Gesundheit und sein Leben einfach nicht zu schätzen. Und ich sag dir ehrlich, egal wie viel Geld ich jemals verdienen werde, das Wichtigste ist einfach immer, dass meine Familie gesund sein wird. Und Bruder, ich wünsche dir, dass du nach diesem Video kein Geld mehr verdienst. Einfach das Beste und ich bete zu Gott, dass du einfach überleben wirst, Bruder. Ich schwör sogar. Bruder, danke auf jeden Fall für deine Worte. Bruder, Corona, Bruder, Fortnite, Bruder. Sie stärken mich wirklich und du musst mir eins versprechen, niemals aufzuhören und so. Zieh immer durch, lass dich nicht unterkriegen. Immer sie. Wenn der das noch geschrieben hat, wenn der das noch geskriptet hat, dieser Z-Max, Digga. Wenn der ihm sagt so, yo, Bro, warte mal, sag mal jetzt ganz kurz noch so, lass dich nicht unterkriegen und so, ich soll nicht aufhören und so, weil ich geile Videos mache, sag das bitte noch, als gerade an Corona erkrankter und gerade im Sterben liegender Fan von mir, sag das bitte. Wichtigste auch, versuch deinen Abonnenten zu vermitteln immer. Genau. Küss dein Herz, Digga. Ich bekomm grad mies Gänsehaut. Ich mein's ernst, Bruder. Allein... Du bekommst Gänsehaut, weil du weißt, was dir blüht, Junge. Bruder, allein, weißt du, wegen solchen Fällen, mir zeigt es einfach, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie wichtig das einfach ist, dass man immer dankbar ist für das, was man hat. Bruder, das ist ja auch der schlechteste Gameplay, was ich jemals gesehen habe. Davon mal abgesehen. Der hat ja noch gar nichts gemacht in diesem Game. Das ist schon echt krass gerade, Mann. Ich hätte das echt niemals erwartet. Schau mal, was man alles einfach durch Fortnite für Erlebnisse hat und für Menschen kennenlernt. Diese Erlebnisse durch Fortnite, Wahnsinn. Das ist echt heftig, Bruder. Und ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir das irgendwie, dass du gesund wirst. Vertrau mir, Bruder. Weil ich habe auch noch Mut, meine ganze Familie hat auch noch Mut, meine Freunde, alles sprechen mir zu. Aber wenn es dann nicht so sein sollte, was soll ich da machen, so, dann ist es halt so. Aber hast du wirklich gar keine Angst, von dieser Welt zu gehen, Bruder? Doch, ich habe schon Angst, von dieser Welt zu gehen, aber so, ich kann es auch nicht ändern, wenn so ist. Was soll ich machen? Ich versuche jetzt die Zeit noch zu genießen, die ich habe. Und vielleicht werde ich ja wieder gesund. Ich habe sogar noch einen Lebenstraum erwünscht, dass ich mit dir zocke, ein bisschen mit dir geredet habe. Lebenstraum. Wenn ich an Corona sterbe, will ich mit Z-Max spielen, Bro. Kiss dein Herz, Bro. Ich kiss dein Herz. So manchmal, ich weiß gar nicht auch, dass ich mit so einer kleinen Aktion Menschen so glücklich machen kann. Das ist echt heftig. Aber mit so einer kleinen Aktion hast du gerade deinen kompletten Kanal selber gefickt und deine gesamte Community zum x-ten Mal verarscht, Digga. Bruder, ich sag dir ehrlich, auch wenn du von dieser Welt gehen solltest, wovon ich aber nicht ausgehe, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du das echt überleben wirst, aber... Der ist ja Arzt, Z-Max ist ja auch Arzt, der hat ja Corona studiert. Aber falls es so sein sollte, Bruder, du merkst doch selber so, du kommst dann einfach an den besseren Ort. Ich sag dir ehrlich... 1400 Dislikes, ich refresh gleich mal und guck mal, wie es dann aussieht. Vielleicht ist es einfach so, dass Gott dich für etwas Besseres bestimmt hat, weißt du, wie ich meine? Ja, wahrscheinlich. Gott hat dich dafür geboren, um hier einen Corona-Faker zu spielen, Alter. Aber ich auch schon die ganze Zeit nachgedacht, auch wenn ich kurz geschlafen bin und so, denk mal da viel drüber nach. Ich könnte gar nicht schlafen. Also Bruder, ich sag dir ehrlich, du hast meinen größten Respekt, dass du einfach wirklich... Dass du einfach hier hingehst und dir die Mühe machst und jetzt hier jemanden mit Corona fakes, das finde ich krass, richtig krass, Mann. Dich so krass damit einfach umgehst, dass du einfach so offen darüber mit mir reden kannst und so in der Hinsicht einfach... wirklich sagst du, wenn Gott es so will. Wenn Gott es so will, Bruder, ich küsse dein Herz, du hast meinen Respekt. Bruder, wenn Gott es so will. Hust. Das Video zusammengefasst an der Stelle. So, wenn heute mein letzter Tag ist, dann ist es so, ich hatte ein erfülltes Leben und so wirklich, Bruder, kranken Respekt an dich. Ja, ist auf jeden Fall so. Also, das ist mit Abstand der reflektierteste Todeskranke, den ich jemals gesehen habe. So, kein bisschen melancholisch, sagt so, yo, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es so. Ist halt schade so, dass es mich jetzt in jungen Jahren erwischt, obwohl die Sterblichkeitsrate hier bei sehr, sehr geringen, unter 0,2% in meiner Altersgruppe liegt, bei 16-Jährigen, selbst mit Vorerkrankung. Sau schade, dass es gerade mich getroffen hat, aber hey, immerhin konnte ich mit Z-Max halt Fortnite spielen, Alter. Wisst ihr, das ist halt das Wichtigste so. Das ist halt das, was es mir halt bringt.
Ja, das hört sich echt schlimm an. Oder ich muss dir noch eins sagen, genieß immer die Zeit mit deiner Familie. Man weiß nie, wann es zu Ende ist, auch wenn ich jetzt krank bin und so. Man kann ja auch einfach so von der Welt gehen. Ja, ich muss dir noch eins sagen, so, genieß immer die Zeit mit deiner Familie, man weiß nie, wann es zu Ende ist. Es kann immer... Wie er jetzt hier wieder Anweisungen gegeben hat, so, ja, sag mal was zur Familie und sowas. Nein, dann enden, auch wenn du nicht krank bist, kann immer irgendwas passieren in dieser kranken Welt. Man sieht das so, die ganzen berühmten Menschen, die mit 20 sterben, einfach nicht mehr normal heutzutage. Das ist echt heftig, Mann. Und ich gebe dir noch einen Tipp, geh am besten so wenig raus wie möglich, nimm die Krankheit nicht auf die leichte Schulter, sonst würden die nicht alle so einen Film darum machen. So, ich hoffe, dass der jetzt einfach noch von irgendwem weggeklatscht wird in Fortnite. So, ich hab's ja selber jetzt, ich hab's auch am Anfang nicht geglaubt, dass es so schlimm sein kann. Hast du es unterschätzt, oder was? Ja, auf jeden Fall. Kassiert ja auf jeden Fall erstmal gut Hits. Freut mich. Ja, Bruder, ich sag. Er disconnected einfach, weil er gestorben ist. Er disconnected! Er ist gestorben und hat's auch rausgeschnitten, warte! Ja, auf jeden Fall. Man sieht mal ja, was dabei rauskommt. Ja, Bruder. Das ist das schlimmste Video der Welt! Das ist das schlimmste Video der Welt, Digga! Der läuft da 30 Minuten rum und erzählt irgendeine Lüge, Alter! Gibt einen Schuss ab, stirbt, schneidet raus, wie er stirbt! Und lügt in der Lobby noch weiter, Alter, Digga. Im Hintergrund stirbt währenddessen, by the way, jemand an Corona. Junge! Digga, da bin ich sogar besser. Und ich hab mir in die Hand geschnitten beim Fortnite-Spielen, Malaka. Ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich habe früher auch schon immer so dran nachgedacht, was jetzt passiert, wenn ich einfach von dieser Welt gehe. Und ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich habe nicht Angst davor. Der ist nur down gegangen, der ist nicht gestorben. Von dieser Welt zu gehen, sondern ich habe einfach Angst davor, meine Liebsten, meine ganze Familie, meine Mutter einfach alleine zu lassen. Weißt du, die mit diesem Schmerz leben zu lassen. Deswegen auch an jeden Einzelnen, bei dem es gerade im Leben nicht so läuft und der sich jetzt irgendwie gerade denkt, so, ja, ich will mich selber umbringen. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ihr tut euren Eltern, euren Liebsten viel mehr Schmerz anrichten als euch selber. Und Bruder, ich finde es so richtig geil, dass du einfach richtig positiv bist und so sagst, auch wenn das und das passieren sollte. Richtig krank, Mann. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich wünsche dir nur das Beste. Du bist echt ein guter Mensch, Mann. Ich hoffe einfach, dass du gesund bist. Diese Kommentare. Diese Kommentare hier. Darüber macht man keine Scherze. Das ist nicht witzig. Ernst gemeint. Liked und ich abonniere euch zurück. Ich mache keine Fortnite-Videos über Corona, okay? Ehrenbruder. Gut wirst, Bruder, ich bete auch für dich. Bruder, aus welcher Stadt bist du eigentlich? Vielleicht könnte ich dich dann auch besuchen kommen. Also ich komme aus Nürnberg, aus der Nähe. Kannst du auf seine Beerdigung gehen, Bro, wenn er down geht. Bruder, ja, ich bin aus München. Bruder, wenn du willst, ich komme dich einfach morgen direkt, ich fahre mit Auto oder mit ICE zu dir, komm dich direkt besuchen. Also die Sache ist, ich will kein Corona Mann. Bekommen, deswegen müsste ich mir so einen Schutzanzug besorgen. Aber ich sag... Warte, Bro, ich komm vorbei, du bist in geschlossener Quarantäne und stirbst gerade in Corona, aber ich besorg mir einfach einen Schutzanzug und deine Eltern dürfen dich zwar auch nicht mehr besuchen, aber ich komm vorbei, ich bin Siemax, ich besorg mir einen Schutzanzug, die sind ja nicht überall ausverkauft, ich mach da noch einen Vlog drüber, ist das okay? Ich mein's ernst, Bruder, ich will dir was Gutes tun, ich komm dich einfach besuchen, Bruder. Und glaub mir, du wirst gesund. Alles gut? Es ist zu Ende für mich. Es ist zu Ende für mich. Es ist zu Ende für mich. Es fängt wieder. Er geht down. Bruder, wie ist es zu Ende für dich? Hallo? Bruder, ich kann. Wie du kriegst. Warte. Wie du bekommst keine Luft mehr. Bruder, hallo? Hallo, wie du bekommst keine Luft mehr. Hallo? Der faked da jetzt nicht einfach einen Tod. Hallo, meinst du das jetzt gerade ernst? Hallo? Bruder, sag Adresse, 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 sag Adresse. Hallo? Adresse, Adresse. Ah, Bruder, war ein Prank, Alter. Wie, ey, Bruder, du kannst doch nicht einfach so tun, als ob du hier jetzt down gehst gleich, Bruder. Ich wollte down gehen, down gehen, down. Schon Krankenwagen rufen nach Nürnberg. Ich wüsste nicht, wo ich sagen soll, wohin. Bruder, ich muss dir noch eins sagen. Ja? Ich hab dich komplett hochgenommen. Ich hab gar kein Corona. Der einzige Corona, den ich hab, ist in meinem Kühlschrank. Das ist das Bier. Wer oh hochgenommen. Oh mein Gott, Bruder, ich sag oh dir ehrlich. Oh mein Gott, nein. Nein, Alter. Oh mein Gott, you got me good. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Alter. Huch. Oh mein. Alter. Nein, du hast mich jetzt. Nein. Der hat mich verarscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast mich verarscht! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich dachte schon!
Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, ey, du hast mich geprankt. Bro, Prank-Time, Alter. Oh mein Gott, Junge. Zu wild, Alter. Ich dachte schon, ich hätte Krankenwagen nach Nürnberg gerufen. Ich, in irgendeiner Art und Weise, ich bin gerade mies Frust, dass du mich angelogen hast, Bruder. Ich habe mein komplettes Herz ausgeschüttet. Bro, du hast gesagt, ich küsse dein Herz, dann bist du in Fortnite gestorben, du Bot. Was für ausgeschüttet? Ich wollte zu dir in die Stadt fahren und dich besuchen kommen, aber andererseits, Bruder, ich bin auch mies erleichtert. Ich dachte jetzt wirklich... Ich bin auch mies erleichtert. Digga, du hast das alles von langer Hand geplant, du ekelhafter Hund, Alter. Kannst du sagen, dass dich irgendein Zuschauer geprankt hat? Du Mistkim, Alter. Wirklich, der Bruder ist 16 Jahre alt, wird jetzt einfach sterben. War das wirklich nur ein was Prank? Was macht das denn ja, mit OG-Skins eigentlich? Was ist denn sein letzter Wunsch mit OG-Skins? Was ist sein letzter Wunsch? Ich erfülle ihm seinen letzten Wunsch mit OG-Skins. Hä? Was ist jetzt mit diesen OG-Skins? Kriegt der jetzt wenigstens einen Account? Oh mein Gott, okay, gut. Oh du hast auch Gott. Kein Corona, oder? Nein. Okay, Bruder, okay, gut. Oh aber Gott. Freunde, ich würde euch ehrlich empfehlen, Gott, wirklich zu Hause zu bleiben und das alles, was wir gerade besprochen haben, wirklich ernst zu nehmen. Verbringt mehr Zeit mit eurer Familie. Ja, Mann. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, bist du ein schmutziger Mensch. Oh mein Gott, Digga. Bin an der Stelle raus, Leute. Meldet das Video gerne für diesen ekelhaft widerlichen Clickbait, Digga. Da bin ich an der Stelle mal komplett raus. Also wirklich, Das war muss ich ehrlich sagen, eines der schrecklichsten Videos, die ich mir jemals in meiner ganzen YouTube-Laufbahn angeschaut habe. Und ich sag euch eins, ich habe eine Menge Videos geguckt bis dato. Leute, ja? Und da war sehr viel Bullshit dabei, Aber das war wirklich eins der schrecklichsten Videos, die ich jemals in meinem ganzen Leben gucken musste, Leute. Und das meine ich komplett ernst. Ernte, ja? So, warte mal ganz kurz. Muss man TeamSpeak updaten? Nee, ne? Muss ich nicht, oder? Gut, dann spielen wir jetzt GVMP. Leute, das war... Connected. Digga. User in your channel was kicked also, from oh mein Gott, wir... Ey, er hat euch auch so hops genommen, oder? Ich dachte gerade wirklich, der hat Corona, Alter. Dachtet ihr auch, der hat Corona? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ey, heftig, oder? Heftig, Mann, heftig. Leute, oh mein Gott, wie viele Dislikes hat das Video jetzt, oh mein Gott, Alter, oh mein Gott, Leute, lassen wir mal ganz kurz schauen hier, 7 Max, Alter, oh mein Gott, oh mein Gott, hier nochmal ein Dislike da lassen, oh mein Gott, holy shit, Digga, also das war wirklich, das ist das Schrecklichste, was ich jemals mitbekommen habe.